In der heutigen Folge Frag Marc sprechen wir über Selbsttönevisiere, Kevlar-Bekleidung und wie viel PS man wirklich braucht. Deswegen jetzt viel Spaß beim Video. Mein Name ist Marc und ich darf euch heute hier auf dem Kanal von Helmexpress begrüßen. Vielen Dank, dass du wieder eingeschaltet hast hier zu dieser Episode Frag Marc. Wir werden gleich mal eure Fragen beantworten. Ich habe das hier schon alles wieder vorbereitet. Wenn ihr künftig auch Fragen stellen wollt, dann gerne mal den ersten Link in der Videobeschreibung auschecken, denn da ist unser Instagram-Account. So, hier leichte Wortfindungsschwierigkeiten hier am Anfang. Im Übrigen haben wir keinen von den Getränkeherstellern, die wir immer so haben, irgendwelche Sponsorings mit. Deswegen, also wenn ihr ein Getränkehersteller seid, ruft mich an. Wir starten aber direkt. Die erste Frage kommt von Mariana. Warum ist die Größe des Sichtfelds bei Motorradhelmen angegeben? Ich weiß gar nicht unbedingt, ob die jedes Mal angegeben ist. Sie sollte aber angegeben sein, denn wir haben hier ein gewisses Mindestmaß, was wir sowohl in der horizontalen als auch in der vertikalen haben müssen, damit uns der Helm nicht im Sichtfeld einschränkt. Es ist allerdings bei dem absoluten Gros der Helme der Fall. Also da haben wir keinerlei Einschränkungen. Nur bei Helmen, wo das Visier besonders geformt ist, wie beispielsweise bei einem ADX1. Hier haben wir eben einen besonders weiten Ausschnitt. Wir können also runtergucken auf unsere Armaturen und müssen, wenn wir zum Beispiel auf unseren Tacho gucken wollen, nicht extra den Kopf bewegen. Das ist dann in der Regel angegeben. Ansonsten sollten wir immer so 170, 180 Grad haben, die in der horizontalen ein Helmvisier hat. In der vertikalen sind es meistens so 130 Grad. Das ist nicht ganz so ausschlaggebend. Die zweite Frage kommt von Kevin Engelbrecht. Deiner Meinung nach die perfekte Außentemperatur fürs Fahren? Ich würde sagen, so 15, 20 Grad ist schon ziemlich cool. Da friert man nicht, man schwitzt aber auch nicht. Die dritte Frage kommt von Svenny Boy Moto. Ist Kevlar-Bekleidung auch für die Landstraße sicher? Kevlar-Bekleidung kann man durchaus auch auf Landstraßentouren einsetzen. Man muss eben darauf schauen, dass man zum Beispiel eine Kevlar-Jeans hat oder auch eine Denim-Jacke hat, wo der Sitz der Protektoren gut gegeben ist, weil wenn die weit geschnitten sind, die Kevlar-Jeans, dann hat man gegebenenfalls das Problem, dass sich die Protektoren wegdrehen können. Ansonsten eine etwas vom Material her stärkere Textilhose oder auch Textiljacke, was ja einfach gegeben ist, ist da nochmal eine Nuance abrieffester oder ein bisschen abrieffester. Deswegen also bei richtigen Landstraßentouren, denk vielleicht doch mal über eine Textiljacke und eine Textilhose nach. Svenny Boy Moto fragt ebenfalls, wie viel PS brauchst du auf der Landstraße und auf wie viel Zylinder verteilt? Also ich denke, 48 PS ist so das, was wirklich noch einen spürbaren Unterschied macht, dann zu 15 PS, also von der 125er zu A2, merkt man richtig deutlich, was darüber hinausgeht. Ja, aber für mich war der Sprung zum Beispiel von 48 PS aus 4 Zylindern mit meiner XJ6 auf 106 PS in 3 Zylindern nicht so der Unterschied. Oder auch jetzt zum Beispiel der Rückschritt von 106 PS Triumph Street Triple auf unser Helm Express Bike mit 86 PS und 4 Zylindern. Aber um die Frage zu beantworten, man braucht 2 oder 3 Zylinder in meinen Augen und mindestens 48 PS. Kommentiert aber gerne mal, was ihr dazu meint, wie viel PS ihr wirklich für euch braucht. Moritz32 fragt, das beste Helmmaterial für Preis und Leistung. Da würde ich definitiv sagen, ist Fiberglas das beste Material? Also hier haben wir Fiberglas-Mischgewebe. Carbonfaser ist natürlich so High-End-Material, aber nicht zwangsläufig notwendig. Nee. Deswegen, also bestes Preis-Leistungs-Verhältnis findest du definitiv bei Fiberglas. Nächste Frage kommt von Florian Valentin. Wie hitzebeständig sind Stiefel? Thema Stiefel und heißer Auspuff. Also ich habe es noch nie gehört, dass ein Auspuff sich wirklich durchgeschmolzen hat. Zumal man muss eben schauen, wie oft und wie intensiv berühren sich wirklich Stiefel und Auspuff. Gerade eben beim Fahren durch das Hitzeschutzblech hat man eigentlich ja keinen Kontakt. Es sei denn, man ist jetzt mit einer Enduro unterwegs, da kann es ja schon mal passieren. Letztendlich, egal ob ein Lederstiefel oder auch ein entsprechend geschützter Motocross-Stiefel, Schmelzen und Verbrennung wirst du immer am Material haben, sodass eben dann der Stiefel beschädigt wird, was nicht so schön ist. Aber ich habe noch nie davon gehört, dass wirklich ein heißer Auspuff jetzt jemanden verletzt hat, der einen Stiefel getragen hat. Den Noak fragt, gibt es Motorrad-Lederhosen in großen Größen und kurzen Längen, Beispiel 38-30? Ja, gibt es auf jeden Fall. Zum Beispiel vom Hersteller Behring, die da wirklich eine ganz, ganz große Auswahl haben. Also da ist man quasi nicht eingeschränkt. Zonen Grenzgebiet fragt, wann testet ihr selbsttönende Visiere? Ja, das habe ich definitiv schon mal gesagt, dass wir das testen. Es gibt das zum Beispiel von Shui, nicht von Schubert, von Shui gibt es selbsttönende Visiere. Und das wollte ich ja mal im Selbsttest wirklich ausprobieren, wie lange dieses Visier wirklich braucht, um abzutönen, um zum Beispiel auch wieder klar zu werden, wenn man in den Tunnel einfährt.
Und ja, das werden wir auf jeden Fall testen, sind nur relativ eingeschränkt, was die Hersteller angeht, denn viele Hersteller haben gar keine selbsttönenden Visiere, zum Beispiel bei HOC oder so, da wäre mir das gar nicht bekannt oder auch von Shark nicht. Ja, aber testen wir auf jeden Fall. Klumpi fragt, Schutzkleidung für Simson. Da würde ich dir mal dieses Video empfehlen, nämlich 500 € Motorradbekleidung. Also ein Helm, natürlich, Handschuhe, eine Textiljacke und festes Schuhwerk. Dann bist du auf einer Simson, glaube ich, erstmal sehr gut unterwegs. Sonst kannst du natürlich das Ganze nochmal mit einer Textilhose abrunden. Dann bist du dann komplett sicher unterwegs. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann gerne mal positiv bewerten. Hier ist die letzte Episode, frag Marc. Schau es dir gerne an und hier kannst du unseren Kanal abonnieren. Und dann wünsche ich dir eine gute und vor allem unfallfreie Motorradsaison. Pass auf dich auf. Bis dahin. Ciao.